So, ab geht er. Was müssen wir? Dorf abfackeln. Ein bisschen. Das Dorf ein bisschen ausfackeln. Wir waren nämlich in einem Vorgarten. Von den Dorfbewohnern. Zwei Monstern. Ah, Hilfe! Was machst du da? Der tötet mich, der ist hier drinnen. Stimmt doch nicht gleich. Nee, ich sterbe nicht. So, mal hier die Bepflanzungsgeschichte. Was ist das hier für eine Mini-Bude? Na, die reißt ja was raus. Hier war da eben so ein Hansel. Hui, der fällt mir runter. Das ist nicht gut, ich muss mal Erde sammeln. Hui, Spinne! Lass mal hier die Bude aufräumen. Hier bei denen sieht's ja aus hier, du. Überall kannst du in irgendwelche Löcher fallen. Oh, da hat's sogar eine richtige Terrasse hier. Cool. Ach ja, und das Haus hier ist das, was über der Schlucht ist. Wow. Da geht's aber auch ordentlich runter, du. Ja, dann müssen wir mal runtergehen, gucken, was da alles ist. Ja, ich könnte mal gerade hier runterspringen. Da ist ja Wasser. Mit ein bisschen Glück überlebe ich das vielleicht. Aber wenn es zu wenig... Ist kein Dorfbewohner mehr da, die sind weg. Wie? Eben habe ich schon einen gesehen irgendwo. Du hast einen gesehen, okay. Ich habe nämlich gar keinen gesehen. Ja, geil, da unten ist Erde. Runtergefallene Erde. Und da unten ist Wasser oder sowas, aber ich sehe gar nicht, wo das herkommt. Sehr suspekt. Die oh, das Haus sieht ja krass aus, wenn es so weit runter geht. Ja, ja. Ich spring mal hier runter. Au. Jo, unten bin ich schon mal. Und bauen wir irgendwas ab. Dann gucken wir mal, ob wir da einen Weg hochfinden. Ich finde schon mal Kohle. Nein! Oh, Alter, bin ich erschrocken. Ich war hier gerade so fröhlich am Abbauen und hörst nur Zischen neben mir. So, jetzt muss ich mal gucken, wo bist denn du jetzt hin? Da drüben ist ja auch ein Creeper. Ich bin hier über dir jetzt. Okay, oh, ich habe noch ein Herzchen. Kann ich mal da runterbringen? Ein Herzchen, nichts zu essen, das ist na super. Ich hab was zu essen da rein. Ich guck mal, ob wir hier... Jetzt kommst du ja den geraden Weg runter. Nein, ich gehe als Treppe. Da ist jetzt gleich Ende. Warte mal, ich baue mal schräg zu dir hoch. Hilft ja alles nix. Warte, ich mach ein bisschen weiter hinten. Kannst die Erde schon mal wegmachen, ja. Komm da gleich raus. Da? Da. Ups. Katze. Nee, das war ich. Das war nicht die Katze. Ah, okay. Ich muss erstmal was futtern. Sorry. Hier, komm her. Das könnte sogar schon reichen, warte mal. Es fehlt ja nicht so viel. Mehr habe ich eh nicht dabei. Aber ich glaube, ich muss mal zurückgehen. Ein bisschen was holen und machen. Da jogge ich doch mal eben zurück hier. Das wollte ich auch gerade. Was haben wir hier noch so? Hier hinten ist auch noch einer. Oh, ich bin in den Garten gelaufen. Ja, aber ich sehe auch keinen Dorfbewohner mehr. Oh! Das ist eine bescheuerte Haustür. Irgendwie sind die weg. Irgendwie sind die weg, ja. In einem meiner Spiele ging es mir genauso. Warum sind die denn weg? Ich habe ein paar Brote und so dabei. Haben wir die zu lange alleine gelassen? Der Server läuft ja 14 Stunden.
Haben sich verpisst. Umgesiedelt. Wieso habe ich denn eigentlich ein Crafting Table dabei? Das weiß ich auch. Du machst ja ständig irgendwelche Crafting Tables. Ja. Ja, ich sehe keine Sau mehr hier. Vollkommen ausgestorben, der Laden. Unser Dorf ist leer. Wir brauchen ja theoretisch nur Häuser bauen. Angeblich kommen die dann ja wieder, beziehungsweise wohnen dann da. Hier ist einer. Ich glaube, wir müssen die Eingänge irgendwie richtig machen oder so. Ich habe einen. Ich versuch's mal hier. Ich habe ja keine Materialien. Wie soll ich denn das richtig machen? Da sind wir ja 100 Jahre beschäftigt hier, die Jungs. Dem seine Tür ist ja zu. Kommen Sie mal da raus, Digga. Da kein Wunder, dass der seine Bude nicht verlässt. Das würde ich natürlich auch nicht machen an der, dem seiner Stelle. Okay, hier können wir das nicht machen. Mit Reparaturarbeiten hier am Dorf sind wir ja echt jetzt eine ganze Weile beschäftigt. Da sind wir lang beschäftigt. Ja. Bitte? Da sind wir dann lang beschäftigt. Ja, schon irgendwie. Ich hab's gar nicht gewusst. Ich renne hier rum und repariere so ein bisschen Dorfgedöns. Also ich glaube nämlich hier sind sie gestorben. Im Haus hier. Weil da waren nämlich Monster im Haus. Dem, was uns gegenüber ist. Ja. Ja gut, das Haus ist auch ganz komisch gebaut, weil das hatte hier hinten einen Ausgang in den Garten. Ja. Aber vorne der Ausgang, da fällt es ja erstmal 50 Meter. Oh, da ist ein Creeper im Dorf. Achtung. Wo ist er hin? Oh, oben auf dem Dach, Alter. Oh, hier ist ein Dorf. Ja, aber wie soll der hier runterkommen, der Dorfbewohner? Da muss er hier eine Treppe hinbauen. Oh, der verfolgt mich ja, der Creeper. Oh, okay. Jetzt bleibt er da vorne stehen. Was ist das für ein komischer Creeper? Wie schön ins Wasser, kleiner Creeper. Da kannst du explodieren. Da passiert nämlich nichts. Lustigerweise, auf dem Server zumindest. Ich glaube, im Singleplayer ist das anders. Also hier diese ganzen Löcher und ich weiß ja auch nicht, hier sieht's aus, die ganze Gegend. Unglaublich.